Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit dem 40.000 Abo-Spezial. Ihr werdet gesehen haben, dass ich schon ein, zwei Abonnenten mehr habe. Aber in diesem Video wird es sich eigentlich darum drehen, dass ich euch nochmal die Bot-Lobby zeige, dass sie noch funktioniert und wie sie funktioniert. Und natürlich habe ich auch ein kleines Special eingebaut. Ich werde in diesem Video zeigen, oder besser gesagt, YouTuber, kleine YouTuber sponsoren. Und wie ihr da mitmachen könnt, könnt ihr sehen, nachdem ich euch den Bot-Lobby-Glitch gezeigt habe. Jetzt starten wir mit dem Glitch auch gleich mal. So, euer Kumpel muss in einer Party sein und zwar im Hauptmenü, nicht da, wo Spielerkaserne ist. So, dann drückt ihr Viereck und macht euer Party auf offen, 18 Spieler. Und dann geht ihr auf LAN-Party Spiel erstellen und zwar nur so, dass die Schrift orange ist. Und dann drückt ihr Dreieck und joint bei einem Kumpel rein. Also nur Viereck drücken und sobald dieser Ladebildschirm erscheint, eine Millisekunde danach, drückt ihr X. Ihr joint Dreieck, Viereck, X. Und dann passiert das und dann fliegt ihr automatisch in eine Bot-Lobby rein. Euer NAT-Typ sollte mindestens auf offen oder auf mittel sein. Und wenn ihr eine eigene Bot-Lobby horsten wollt, was viel schwieriger ist, müsst ihr einfach statt X, also nur X und Kreis dann drücken. Dann horstet ihr selber eine und seid Horst und könnt alles einstellen. Meines Erachtens ist es aber bescheuert, weil man irgendwann sowieso den Horst verliert und wenn man so einfach nur X drückt, kommt man, wie ihr gerade seht, auch in der Bot-Lobby rein. Ihr könnt eure Freunde auch einladen. Und irgendwann werdet ihr sowieso Horst, wenn ihr eine einigermaßen gute Leitung habt, Leute. So. Und dann starten wir einfach mal mit der Bot-Lobby hier. Und jetzt habt ihr eigentlich schon gesehen, wie es funktioniert. Wie gesagt, nach ein, zwei Runden oder vielleicht gleich am Anfang werdet ihr Horst. Und dann könnt ihr über Spielerkanal eure eigenen Spiele von eigenen Spiele laden, Leute. Und ihr dürft nicht auf Klasseneditor drücken, weil hier in der Bot-Lobby, weil sonst hängt sich eure Konsole auf. Das wisst ihr ja bestimmt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Thema YouTuber, dass ich die sponsoren werde. Also, dass die bei mir Videos hochladen dürfen, dass ich ihnen helfe beim Design von ihrem Kanal und alles. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr macht einfach Videos, zum Beispiel ihr macht ein Glitch-Video. Natürlich solltet ihr einen Kanal haben auf YouTube und dann ladet ihr dieses Glitch-Video oder dieses Tutorial, was ihr auch machen wollt, auf YouTube hoch und zwar ungelistet. Beim Hochladen, wenn ihr ein Video hochladet, habt ihr ja die Auswahlmöglichkeit, normal hochladen, öffentlich, dann privat und ungelistet. Privat kann es niemand sehen und ungelistet können es nur die Leute sehen, denen ihr einen Link schickt. Also bedeutet das so, ihr schickt mir eine private Nachricht, ihr geht auf meinen Kanal, dann geht ihr auf über uns, dann steht unten Nachricht schreiben und da tut ihr dann den Link einfach rein. Und dann schaue ich mir euer Video an, wie ihr das kommentiert habt, wie ihr das aufgenommen habt, welche Quali das ist, schaue mir euren Kanal an und ungefähr, wenn ich 50.000 Abonnenten erreicht habe, was ja nicht mehr so lange dauert, werde ich dann von diesen Leuten den Besten raussuchen, da werde ich mich mit German Glitch TV, G1 und noch einige andere YouTuber zusammenhocken und das beste Video raussuchen und dieses Video oder besser gesagt Video wird dann bei mir veröffentlicht und natürlich werde ich auch dem seinen Kanal sponsern. Ich werde ihm helfen beim Kanaldesign. Ich werde ihm vielleicht von meinem Designer ein Intro gratis machen lassen. Ich werde auf jeden Fall mit ihm arbeiten, dass sein Kanal spitze wird. Ich werde jetzt nicht dauernd in seinen Videos auftreten. Ich werde vielleicht bei ein, zwei Videos bei ihm dabei sein. Aber ich will ihm helfen, dass sein Kanal groß wird. Und Leute, und weil ihr einfach so viel für mich tut, wollte ich einfach mal was für euch tun. Ich kann natürlich nicht jedem helfen. Ich kann euch nochmal ein paar YouTube-Tipps geben. Und ich werde jetzt auch gleich noch ein Video einblenden von einem sehr guten Kanal, wie das Ganze ausschauen sollte, wenn ihr zum Beispiel ein Let's Play machen solltet. Da habe ich ein kleines Beispiel für euch, das blende ich euch gleich ein. So Leute, und nochmal ein paar Tipps für YouTube.
Also, wie ich in einem anderen Video schon gesagt habe, ihr solltet euch einen guten Namen aussuchen, wo man sich gut merken kann. Und einen Namen, der wo jetzt nicht auf Call of Duty oder auf ein Spiel bezogen ist. Weil, sagen wir, ihr macht jetzt Call of Duty Videos und in einem Jahr macht ihr ganz andere Videos, wo der Name gar nicht mehr dazu passt. Das solltet ihr halt beachten. Und wenn ihr noch weitere Tipps für YouTube haben wollt, schreibt es in die Videokommentare, dann werde ich vielleicht nochmal ein extra Video machen. Und jetzt kommt das Beispiel, was ich euch versprochen habe. Die YouTuber sind echt nice und viel Spaß dabei. Ciao Leute, euer Matrix. Hey yo Leute, der TXT-Clan ist wieder back im Business und willkommen auf Matrix 23000, seinem Kanal. Und ihr werdet euch jetzt auch fragen, wer ich bin oder was das für ein Hampelmann, wer da auf einmal redet auf seinem Kanal oder zwei, weil ich habe noch einen Kumpel dabei. Ja, moin Leute. Ja, das ist mein Kumpel, der Julian hier. Wir erzählen euch gleich, was wir hier auf dem Kanal zu suchen haben, was wir machen, wer wir sind und dies, das. Ja, Julian, ich würde mal sagen, du fangst mal an, weil was wir auf dem Kanal hier zu suchen haben. Also was wir auf dem Kanal zu suchen haben, wir haben mal Kontakt zum Matrix 23000 aufgebaut und da kam mir dann auf die Idee, weil wir sind erst seit kurzem wieder auf YouTube, wir hatten davor schon mal einen Kanal, aber da gibt es so eine konkrete Vorgeschichte, wie wir da verarscht wurden, aber egal, das gehört jetzt erstmal nicht. Die gibt's auf unserem, die gibt's auf unserem Channel, wenn du die anschauen willst. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, weil wir sind jetzt momentan, wir sind noch extrem klein momentan auf YouTube und da haben wir uns dann gedacht, lassen wir uns irgendwie Connection aufbauen, schon mal so gucken, dies, das, könntest du ja vielleicht mal fragen, ob der mal ein Video von dir hochlädt. Und da kam das dann so und jetzt haben wir halt einen Matrix mal gefragt und das hat sich halt so ergeben mit dem Video. Und ja, so kam es erstmal dazu, dass jetzt ein Video von uns auf seinem Kanal gelandet ist. Und ja, ich würde erstmal sagen, wir stellen uns erstmal kurz vor, weil ihr habt ja echt keinen Plan, was wir für Vollspasten hier sind, weil wir ja gerade erstmal so random-like in dem Video hier rumbabbeln. Also erstmal zu mir. Ich bin der TXC Exodus, aka Julian, also den Namen habt ihr ja vorhin schon gehört. Ich bin seit kurzem erst in dem Clan jetzt drinne, bin trotzdem schon Co-Leader, weil ich zum Beispiel einer derjenigen bin mit einem Domi, also einem TXC Sharks, der ja mitlabert gerade, der die Videos hochlädt bzw. bearbeitet und den ganzen Scheiß damit macht. Und ja, ich bin 15 Jahre alt, komme aus Sachsen und ja, was gibt's groß zu mir zu sagen? Ich zocke halt gerne meine gediegene Runde Ghosts, Ghosts vor allem, Alter, das Spiel ist so scheiße. Nee, ich zocke halt gerne meine gediegene Runde COD und also MW3 und Black Ops 2 nicht Ghosts, sorry, das nehme ich mal kurz zurück. Und GTA 5 natürlich auch, GTA 5 ist nämlich richtig geil, aber auf jeden Fall, Real Life geht vor, Zocken kommt danach und das war es eigentlich von mir schon mal. Ja, dafür ist man für dich die gediegene Schelle. Ja, dass ich Ghosts gesagt habe, Mann, das ist... Nein, auf alle Fälle, ja Leute, ich bin der Domi, ich bin 18, ich bin der Clan-Leader von dem TXT-Clan. So, wir haben einen Clan-Leader, das bin ich, und dann haben wir noch zwei Co-Clan-Leader, das ist einmal der Thomas, über den erzähle ich dann auch noch was. Oder besser gesagt TXT-Toms, weil er mag es irgendwie nicht, dass man ihn Thomas nennt oder so, ich weiß nicht wieso. Aber egal, darüber erzählen wir dann auch was, und dann natürlich ihren Julian, mehr dazu der Julian. Der ist einer, der hält auch das ein bisschen zusammen und der, ich weiß nicht, früher... auf den alten Channel, das kann man dann noch gleich ein bisschen erzählen, da habe ich kaum Motivation gehabt, immer ein Video zu machen, aber der Chiller hat mir gesagt, jetzt geh weg dahinter, komm, wir machen jetzt ein Video. Und ich weiß nicht, und irgendwie seitdem wir den Channel hier haben, habe ich auch irgendwie viel mehr Motivation, den Channel zu machen, es bockt sich auch irgendwie, weil irgendwie der Channel auch allgemein so ein bisschen bei YouTube besser ankommt. Und dazu ja mit Matrix haben wir schon über den alten Channel geschrieben gehabt. Ob er so Gameplay sind, hat er so gemeint, glaub, ja, hier, zeig mal her, wenn es ansehnlich sind, wenn wir gut kommentieren, ja, warum nicht? Dann haben wir ihn mal eins geschickt gehabt, aber das Problem war, das haben wir zur gleichen Zeit dann hochgeladen gehabt und dann war das eben der Fail. Ja, man kann das auch gut kommentieren, wenn wir es nochmal so kommentieren. Ich hoffe, dass wir es machen, also wir geben uns die Mühe. Wir sind auch erst die Anfänger, also so Neulinge beim Kommentieren. Ja, dann wollte ich erstmal was zum Gameplay sagen, das habe ich noch gar nicht gesagt. Es ist ein Triple Nuclear Fail auf Raid mit einem 100 Plus, also dazu, es ist ein 110:16 Gameplay. 110:6 war es, nicht 16. Ja, zu 6, man kann sich auf 110:6 oder 111:6, ist mir jetzt egal. Auf alle Fälle, Endscore passt, ich meine, Triple Nuclear Fail schafft auch nicht jeder. Ja, hier
am Anfang habt ihr es ja auch gesehen. Jetzt spule ich da ein bisschen schneller vor, weil er nicht zum Schluss nicht mehr so viel Kills gemacht hat. Das ist auf alle Fälle keine schnelle Double Nuclear oder Triple Nuclear Fail, wie man es jetzt nennen will. Es ist auf alle Fälle nicht schnell erspielt, weil er Position gehalten, da immer seinen Spawn da gesichert hat, was heißt die gesichert oder da halt seine Kills gemacht hat. Das kann man dann anscheinend bei Capture Reflect. Ich hab's noch nie ausprobiert. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Aber das Gameplay gefällt mir ansichtsweise auf alle Fälle. Es war spielt mit der AN94, dabei war halt Konterdrohne, Orbital und EMP. Und dazu hat er noch das C4 gehabt. Ich denke mal, Plünder da wieder dabei gehabt haben und keine Ahnung was noch. So jetzt mal zu uns. Wir sind wir sind schon seit Weihnachten, so waren wir am Anfang auf YouTube aktiv mit dem anderen Clan. Da gibt es so eine Vorgeschichte, was da passiert ist, und dann hatten wir keine Motivation mehr. Der Julian ist ja später gekommen, weil das vom anderen Clan, die waren auch auf YouTube. Dann ist er rübergekommen. Und dann haben wir, keine Ahnung, wenn man so Glück hat, ja, machen wir einen neuen Channel auf, weil wir haben auch irgendwie, so wollten 3-4 Leute aus dem Clan, die sind raus, und dann waren wir wirklich aktiv nur noch 4 Leute vor einer Woche. Aber dann haben wir noch einer ist doch wieder zurückgekommen, dann haben wir irgendwie urplötzlich 4 neue bekommen, über den Julian, über den Kontakt, über mich und über einen anderen. Haben wir gesagt, ja, fangen wir von vorne an. Auf den machen wir auf alle Fälle erstmal von der Qualität, von der Kommentierqualität her, aber was laufe ich da eigentlich? Gutes Deutsch zu lernen. Nein, auf alle Fälle, da machen wir bessere kommentiertere Gameplays. Oh Mann, ich laber gerade hier hin, so ein Scheißdamm. Und ja, auf alle Fälle haben wir viel mehr Motivation, es macht mir Spaß, und dann zu uns, wir suchen halt noch, wir sind jetzt 6 Leute im Clan, machen eigentlich hauptsächlich plus CD-Videos auf dem Channel, 100 plus, 200 plus, 300 plus Gameplays. Und ja, suchen eigentlich noch auf alle Fälle welche, die gut zocken können, die mit uns halt da gut spielen, die aktiv zocken und die auf alle Fälle Lust auf den Clan haben. Und wie gesagt, aktiv bei uns mitzocken und auch vielleicht das ein oder andere Video mitkommentieren wollen oder auch eine eigene Serie starten, weil wir haben einen, der ist eigentlich wirklich für Nuklear mit jeder Waffe tätig und Mob mit jeder Waffe macht der zum Beispiel, dann wie gesagt, wir laden 100 plus Gameplays auf, 200 plus Gameplays, jetzt gehen wir an die 300 plus Gameplays. Die haben wir noch alle auf der Platte, auf der Festplatte, da wir jetzt noch nicht viele Gameplays hochgeladen haben. Und dazu haben wir halt noch, was machen wir noch, Julian, was haben wir noch gehabt? Genau, Snipe-Montagen, so wirklich, die werden richtig cool editiert, am endlichen Editor gefunden. Ja, und der tut uns gerade in der Herstellen, aber das dauert noch ein Stück. Ja, und dann noch Waffenmontagen, also mit normalen Waffen. Und ja, das war's eigentlich so. Wir machen auch noch eine eigene Serie. Samstag, also mit unserer Serie schon erwähnt oder noch nicht? Nee, das kannst du gleich erwähnen. Ja, okay, dann gebe ich mal dann Julian, das kann ich erzählen. Also wie gesagt, hatte ich ja gerade schon erwähnt, Labertalk Samstag, also so heißt die Serie, die wir haben. Jeden Samstag kommt er bei uns, oder jede zweite Woche, haben wir immer noch nicht so ganz abgesprochen, ein Video raus, wo wir dann halt in dem Video, also im Hintergrund läuft dann immer irgendein Gameplay von Call of Duty, Black Ops 2 oder MW3, je nachdem. Und da labern wir dann halt über irgendein spezifisches Thema, ganz strikt da drauf, labern wir das irgendwie voll mit unserer Meinung und so einem ganzen Scheiß. Und das ist halt so. Da könnt ihr halt dann auch in die Kommentare reinschreiben, worüber wir mal reden sollen und sowas. In die Richtung ist das halt. Gibt es auch bei vielen anderen YouTubern, glaube ich, auch. Und was ich auch an der Stelle noch sagen wollte, weil wir uns ziemlich oft versprochen haben hier in den Videos allgemein, wir sind es halt nicht gewohnt, vor 40.000 Menschen zu labern. Also vor knapp, ne? Sind jetzt ja, und wir sind halt noch ziemlich... Noch was? Ja, 40.000, aber wir sind halt noch Anfänger und ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen. Wir werden halt auch mal für mal immer besser und ja. Eben. Übung macht den Meister, je mehr Videos, desto besser, je mehr Videos, desto besser wird auch dein Kommentierstil, von daher denke ich mal, kann das nur gut werden oder besser werden als jetzt. Aber wie gesagt, das sei mal am Rande, aber wir sehen auch gerade schon wieder, dass das Gameplay sich allgemein dem Ende neigt und unsere Zeit hier auf dem Channel schon mal fürs Erste abgelaufen ist. Sollte euch jetzt irgendwie unser Kommentierstil gefallen haben, beziehungsweise so wie wir auf euch wirken, dann könnt ihr ja mal bei uns vorbeischauen. Den Link findet ihr unten in der Kanalbeschreibung, in der Kanalbeschreibung an sich. Und da könnt ihr da mal draufklicken und uns ein Abo da lassen, wenn ihr Bock drauf habt oder uns euch mal die Videos reinziehen. Von daher
war es das von unserer Seite. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ja, halt, warte, lass mich noch was, ich muss noch was sagen. Nein. Ja, Leute, Entschuldigung nochmal dafür, wir haben ein paar kurze Probleme gehabt. Ja, Julian hat sich schon verabschiedet, aber ich wollte noch eigentlich noch was dazu sagen. Dann geht's halt ein bisschen drüber. Also kein Problem, dann haben wir hinten dann noch ein Danke fürs Zuhören dazu oder so. Ja, wirklich, wie er gesagt hat, wenn euch der Kommentierstil und alles gefällt und ihr Interesse so an uns habt und wir euch so gefallen und euch die Videoqualität alles gefällt, bla bla dies, wisst ihr Bescheid. Lässt euch ein Abo da oder schaut wirklich mal vorbei, wenn euch vielleicht die Story interessiert. Ich sag mal noch vielen Dank an Matrix23 und vielen Dank für euch, dass ihr zugeschaut habt und dass er uns die fette Möglichkeit gegeben hat, dass wir einen Kommentar auf seinen Kanal hochladen durften. Und eins wollte ich da noch zu sagen, ja, weil der Julian und der Matrix, die haben anscheinend die beiden die gleichen Intro-Ersteller. Genau, und Bounce Design, so jetzt heißt der irgendwie anders, ich weiß es nicht mehr. Genau, wir wollten uns irgendwas mit Draw Arts oder so. Auch jetzt bis zu der Stelle wollten wir uns auf alle Fälle schon mal für jeden bedanken, der uns ja schon mal geholfen hat fürs Intro und für alles Mögliche und der uns auch weiterhilft. Ja Leute, aber diesmal jetzt blabbeln wir ein bisschen zu viel, das war's eigentlich so. Ja, ich sag mal, tschaußen auf diesem Kanal und vielleicht sehen wir uns wieder auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.